So, sind hier überall Geister am Start? Ich bin ein Zauberer. Als ich jung war, wollte ich wie der große Zauberer Lackmir sein. Tag und Nacht habe ich mit den anderen Zauberschülern dafür gelernt. Dann erhielt ich eines Tages die Erlaubnis, mich den Proben im Prüfungsturm zu stellen. Auf diesen Tag hatte ich mein Leben lang hingearbeitet. Leider verlief es nicht so, wie ich gehofft hatte. Ich versagte völlig. Ich gab alle richtigen Antworten, aber später erfuhr ich die Wahrheit. Jemand hatte an den Proben gedreht. Ich weiß nicht wie. Ich werde den Verantwortlichen finden und dann soll er dafür bezahlen. Jo, das mit dem Finden dürfte ein bisschen zu spät sein, mein lieber Herr. Aber gut, okay. Wer bist du, der es wagt, den Schlaf dessen zu stören, dessen Wunden nicht heilen? Wer bist du, der denjenigen weckt, der den Zauber der schwarzen Magie bekämpfte? Ich spreche natürlich von Belzar, der Macht gewann, nachdem Lackmir das Land verlassen hatte. Meine Kollegen und ich wagten den Kampf gegen ihn, um ihn aufzuhalten. Wir waren naiv. Wir wussten nicht, dass Belzar solche Macht besaß, die ihm dunkle Wasser gegeben hatten. Fliehe vor ihm, Reisender, wie die Nacht vor der Morgensonne flieht. Und wenn er dich einholt, verbeuge dich vor ihm, hoffe auf seine Gnade. Auf einen schnellen Tod. Na gut. Mal zu den Drachentränen vielleicht. Kleiner Stimmungsaufheller. Nö. Da hauen wir uns selber lieber einen Schluck rein. Auch nicht verkehrt. Okay, da wohnt wohl auch keiner. Hier noch jemand da? Nö. Prost. Danke. Ah, guck mal. Aber seid ihr alle Geschwister oder was? Reisender, wende dich von mir ab, denn ich hatte keine Macht gegen den Hexenkönig. Ja, der Hexenkönig oder wie das einfache Volk nannte, der Hexenmeister. Seine Macht war zu groß. Selbst Lord Yeh konnte ihn nicht vernichten, sondern nur verbannen. Doch die Macht des Hexenmeisters lebte in seinen tödlichen Getreuen weiter. Als sich Lord Yeh diesen Dämonen stellte, konnte nicht einmal sein Stab sie stoppen. Gestützt durch den Geist des Hexenkönigs richteten die Dämonen ihre ganze Wut gegen ihn. Lord Yeh wurde zurückgedrängt. Der Stab des Donners entfiel seiner Hand. Noch ein Stab. Der Stab mochte verloren sein, aber Lord Yeh konnten wir nicht entbehren. Ich warf mich vor ihn, um ihn zu schützen, und wurde vom Höhlenfeuer verbrannt. Dafür sieht es noch ganz gut aus. Entschuldigung, meine Pietätlosigkeit. Huch! Ah, ein Besucher! Ich habe schon lange mit niemandem mehr gesprochen. Früher haben die Leute an Aristolin gedacht, wenn sie von Reichtum sprachen. Ich hatte immer viele Freunde um mich. Alle wollten sich mein Wohlwollen erwerben. Aber da lebte ich noch. Im Tode dreht sich keiner mehr nach mir um. Am Tag meines Todes haben sie meine Schätze verteilt, aber nicht die versteckten. Die Dummköpfe ahnten nicht, dass meine größten Reichtümer für sie unerreichbar waren. Keiner hat mein Grab besucht und keiner wird meine verborgenen Schätze finden. Oh, wahrscheinlich Schaufel, würde ich jetzt sagen. Um nach irgendwelchen Schätzen hier zu suchen. So, wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt durch den Keller rein. Auf jeden Fall auch wieder einige nette Infos hier bekommen von den Geistern. Nochmal eine Zwischenspeicherung. So, hier ist auch zu. Hier habe ich aber noch keinen Schlüssel ausprobiert. Rostiger Schlüssel? Nope. Nach kurzem Drehen und Drücken stellen Sie fest, der Schlüssel passt nicht. Verzierter Schlüssel? Nein. Dann haben wir noch den goldenen Schlüssel.
Okay, nee, passt wirklich keiner. Müssen wir die Tür vielleicht einfach mal ölen? Bisschen brachialer. Na gut, dann eben nicht. Ach, hier komme ich wieder an der Bank nicht vorbei. Also ich bin kleiner als ein normaler Mensch, aber anscheinend mindestens genauso breit, wenn nicht breiter. Dass ich da vorne nicht vorbeikomme. Finde ich schon ein bisschen frech. Oh, schnell wieder entmuten, entmuten. Entmuten nach dem Husten. Wäre auch so ein typischer Klassiker wieder, dass ich jetzt die nächste halbe Stunde einfach ohne. Also gemutet mit euch rede. So, hier haben wir ein Skelett. Kuckuck, hier haben wir doch jemand gesehen ganz am Anfang. Aha. Hör mir zu, Reisender, höre. Eine große Krise bedroht diese Welt. Mein Name ist Lukas. Ich habe mit meinem Freund Saul Schätze gesucht. Ja, von dir habe ich schon gehört. Ja, danke schön. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, Eul. Und wir wurden fündig. Es war ein Stab, den wir für den Stab des mächtigen Lord Yeh hielten. Aber Saul redete von Verkaufen. Ich versuchte ihn aufzuhalten. Doch er war halb wahnsinnig. Er tötete mich und machte sich mit dem Stab davon. Ich wage nicht auszudenken, was der Stab in den falschen Händen anrichten kann. Okay, Lukas, cool. Danke dafür schon mal. Nicht ins Wasser fallen. Auch hier war ich mir relativ, es ist echt krass, wie viel ich von diesem Spiel noch weiß. Relativ sicher, dass das Lukas war. Ich hatte ein bisschen auf Saul gehofft, aber... So, und hier hinten in dem Wassergraben, da muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht zu tief runtergeht. Da liegt ja auch noch jemand. Kuckuck. Ah. Ich wollte gerade sagen, ohne Geist? Doch. Ich bin der Diener Aristolins, Sohn des Antfaru, eines sehr reichen Mannes. Mein Herr hat mir befohlen, seine Reichtümer zu hüten. Hier werde ich in aller Ewigkeit Wache stehen, bis er seinen Schatz holen kommt. Ja, aber, also... Okay. Mein Guess dazu, wenn wir an dem Grab von Aristolin irgendwie graben, finden wir ein Familienwappen oder irgendein Symbol, ein Zeichen, welches uns dann ausweist als Moment mal eben. Gab's da hinten nur den Stimmt, da hinten geht es ja in den Turm rein, aber ich muss mal kurz zurück. Auf jeden Fall, was uns wahrscheinlich irgendwie ausweisen wird als Familienmitglied oder auf jeden Fall in der Gunst von Aristolin, sodass wir dann hier einen Schatz kriegen, was auch immer das sein wird. Aber schon mal gut zu wissen. Sowas mal direkt am besten abspeichern. Ja, nee, weiß ich. Ja, ja, ich glaube, dass Saul einst mein Freund war, doch etwas hat ihn verändert. Wenn er nur wüsste, was er dadurch jeden angetan hat, die ihn lieben. Ja. Kann auch sein, dass Saul sogar noch lebt. Und wir mit dem Anhänger seiner Mutter zum Heulen bringen müssen oder so. Oh Gott, wenn das alles, wenn meine ganzen Predictions alle eintreffen, dann ist natürlich auch schwierig, den Leuten zu verkaufen, dass ich hier keine Lösung gelesen habe. Aber habe ich wirklich nicht. Ich habe einfach nur so ein verdammtes eidetisches Gedächtnis, was Spiel angeht.
Sehr gut. Ah, okay. Dann können wir jetzt nämlich den Weg über die grüne Mauer sparen. Wir müssen nicht durch den Boden hochachseln. Ich schätze mal, wir sind jetzt einfach direkt... Yam, 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 yam. Ja. Eat ist gut. Muss ich auch noch heute. Ja, genau. Ja, genau. Hier ist nämlich direkt der erste Raum, wo wir sonst am Anfang hochgekommen sind. Jetzt wäre natürlich super, wenn man sich gemerkt hätte, wo denn der Raum mit dem Schaukelpferdchen ist und so. Oi. Gut, es war einfach. Was? Du gehörst doch nicht in das kleine Bett, du gehörst in das große Bett. Ah, ein junger Mann. Nein, kann man. Ein Halbling. Seltsam, was du mit einem Baby besprechen kannst. Ich bin schließlich tot. Ich möchte dir eine traurige Geschichte erzählen. Höre zu, Halbling. Ich habe eine Enkelin namens Caitlin. Sie ist schon seit langem verschwunden. Einer ihrer Schuhe blieb am See zurück. Das ist alles, was von ihr gefunden wurde. Bitte, ich flehe dich an. Finde heraus, dass meine Enkelin zugestoßen ist. Ich glaube, die sitzt da drüben auf dem Schaukelpferd. Würde ich jetzt sagen. Wo anfangen? Ich glaube, dort, wo die Toten begraben liegen. Nimm diesen Schlüssel und decke dieses Geheimnis auf, damit ich Ruhe finden kann. Und um dir zu helfen, öffne ich den Weg aus diesem Turm. Lebe wohl. Sie ergreifen den Schlüssel. Hä? Welchen Weg aus dem Turm? Oh, sie sind jetzt stolzer Besitzer eines Schuhs. Ach, krass. So können wir den einfach mitnehmen. Ey, 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 ey. Neuer Schuh. Neuer Schlüssel. Bin jetzt so verwirrt, welchen Raum der, welchen Weg der aus dem Turm raus meinte. Ja, was mit dem anderen Schuh? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich müssen wir den finden, damit wir dann wissen. Ich bin so dumm. Was mit Caitlin passiert ist. Dort, wo wir den anderen Schuh finden, finden wir wahrscheinlich auch noch Caitlin. Wo ich das behaupten. Genau, hier ist der Stapel modernes Holz. Weil ich ein Idiot bin. Auf dem Boden liegt ein moderner Holzstapel. Ein moderner Holzstapel? Was soll das denn? Oh Mann, das war eine richtige Glanzleistung. Ach Gott, ich bin... Ich wollte es doch nochmal hier einmal den Turm erkunden, ob wir vielleicht noch irgendwas hier haben. Ich erinnere mich zwar gerade nicht mehr an irgendwelche Skelette, aber... Für den Geist da vorne gab es ja eigentlich auch nicht einen richtigen Hinweis. So, ganz hinten rechts ist der Fassraum. Da ist der Raum mit dem modernen Holzstapel. Links Geist und Opa-Geist und Schaukelpferd. So. Oder hat er die Tür jetzt aufgemacht? Das wäre natürlich auch interessant, ne?
Da ist die ominöse Drachentür, da haben wir auch noch keinen Hinweis drauf, wie wir da durchkommen. Hier war nichts. Aha! Luke Tis, Torwächterzimmer. Wir sind im Inneren von die Burg. Oh lala, da liegt noch eine Münz. Da glänzt etwas. Das muss heute ihr Glückstag sein. Wollen Sie die Münze haben? Sie haben jetzt eine Münze. Münze. Antike Münze. Zu diesen Münzen. Ich weiß nicht, ob die antike Münze was Besonderes ist, aber auf jeden Fall, das hatte ich wirklich mal nochmal nachgeguckt, weil ich da auch nämlich irgend so eine Idee hatte, weil ich gedacht habe, bevor ich mich da irgendwie dumm und dämlich suche, es gibt, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch hin, einen Laden in der Stadt, der allen möglichen Ramsch verkauft für eine Münze jeweils. Man kann 5 Münzen im Spiel finden. Ich weiß nicht, wie viele Sachen der hat. Das Problem ist, bis auf einen Gegenstand im Inventar des guten Herrn sind alles andere rote Heringe. Also, wir werden natürlich trotzdem Ausschau halten, ob wir alle Münzen finden. Falls wir dann aber eine Münze übersehen haben und nicht alles aus dem Laden kaufen könnten, würde ich das dann, glaube ich, zum Ende hin dann auch so lassen. Oh, der Begriff ist hier nicht geläufig. Ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, welches Adventure diesen Begriff bedingt hat. Ob es Monkey Island war oder ob es irgendein anderes war. Im Adventure-Bereich spricht man, oder auch teilweise auch in anderen Genres. Okay, wofür steht es beim Zelten? Also du meinst Hering oder meinst du roter Hering jetzt auch speziell? Weil muss ich sagen, da habe ich jetzt gerade keine Herleitung. Da kenne ich nur die normalen Heringe. Achso, Hering, ja. Ne, genau. Und roter Hering. oder der Fisch, genau. Ne, roter Hering wird benutzt für Items, die man halt unterwegs findet. Die aber sozusagen, wie sagt man denn, fehl. Also einen auf die falsche Fährte bringen. Also Items, die man mitnehmen kann, die aber zu keiner Zeit des Spiels zu irgendeinem Vorankommen gebraucht werden. Und eigentlich nur das Inventar zu müllen. In manchen moderneren Spielen werden die dann auch schon mal zwischen den Kapiteln, gibt es ja dann schon mal Inventar-Purge. Genau, hier in dem Spiel ist, glaube ich, dass wir wirklich mit allem rumläuft. Ja, lustig. Ja, guck mal. Kannst du noch was lernen. Ich dachte, das wäre ein gängiger Begriff. Aber gut, ich bin ja auch mal wieder verblüfft von Leuten, die nicht wissen, was BSG bedeutet. Von da ab. Ja, also genau. Also es gibt halt alle die Gegenstände, die ihr in seinem Laden verkauft, bringen einem keinen Fortschritt beim Voranschreiten im Spiel. Und wie gesagt, daher würde ich dann, wenn wir wie eine dieser Münzen verpassen sollten, uns nicht alles kaufen können, jetzt nicht nochmal penibel alles absuchen, um so noch so eine Münze zu finden. Ja. Genau, das bringt einen dann nichts. Vor allem, weil es auch keine Prozentwertung gibt hier im Spiel. Wenn es irgendeine Form von Prozentwertung geben würde, wenn es irgendwo einen Zähler geben würde, der sagt, wie viel man gefunden hat, dann würde ich mir das nochmal legen. Aber so. Zugunsten des Flusses. Des Gameplays. Würde ich darauf verzichten. Kurz, ob wir hier einen Geist triggern können. Anscheinend nicht. Hier ist auch nichts mehr.
Wo wir gerade die ganze Zeit über Münzen reden. Ich glaube, hier haben wir sogar die antike Münze gefunden in dem Raum. So schließt sich der Kreis.